Willkommen beim Tutorial, setz dich neben Platz und du lernst in diesem Film, wie du letzte Plays machst. Und ich zeige dir am Beispiel, wie leicht es ist, die Game zu zeigen, bis du deinen eigenen Hype kreierst und reicher wirst. Nein, war Spaß, denn das geht nicht so einfach. Voraussetzung ist, dass du das lebst und auch Zeit hast. Also schau zu, ich werde den Know-how vermitteln und für mich bitte kurz den Daumen hoch Button drücken. Danke. So, grüßt euch im zweiten Teil. Ich will euch heute auch nicht lange voll labern. Und zwar zeige ich euch heute mal, wie ich meinen ganzen Schreibtisch von 0 auf 100 aufräume und neu anschließe. Ich hoffe, ihr könnt einiges dabei lernen. Immer wenn ich ein neues Teil anschließe, dann zeige ich euch danach immer so ein Fensterchen für 1-2 Sekunden. Da könnt ihr einfach auf Stopp drücken und da wird dann angezeigt, was es für Alternativen gibt und der Preis natürlich. Ich mache immer so ein kleines Amazon-Fensterchen, da seht ihr die genaue Bezeichnung dann. Ihr seht den Preis und das ist dann halt auch aktuell vom, ich weiß nicht welcher heute ist, der 11.08.2014. Dann könnt ihr halt alles dann da nachgucken. Bei einigen, wie gesagt, bei einigen werde ich ein paar Sachen aufzeigen, die es zu beachten gilt oder die es, zu beachten gilt. Ja, ihr wisst schon. Ich habe meinen Schreibtisch komplett leer geräumt, das seht ihr gleich. Und wir werden jetzt einfach mal alles gemeinsam anschließen. Und falls ihr noch Fragen habt, bitte runter in die Comments wieder. Ich werde alles beantworten, was ich beantworten kann. Und weiter geht's, beziehungsweise los geht's. Okay, tschüss. Bevor wir jetzt mit irgendwas anderem anfangen, zeige ich euch erstmal die Kamera, mit dem ich das Ganze hier filme. Das ist hier meine Sony Alpha 57. Für die Nahaufnahmen werde ich gleich das 35mm Festbrennweitenobjektiv benutzen. Moment, dieses hier ist das. Das ist das Objektiv, was hier drauf ist. Und dann für die Großaufnahme, beziehungsweise wenn ich den Schreibtisch im Ganzen zeige, benutze ich dieses Fisheye hier von Valimax. Na, fokussier doch. Da seht ihr es, Valimax Pro, das Fisheye-Objektiv für die Sony Alpha-Kameras. Damit mache ich die Großaufnahmen. Das Mikrofon, seht ihr hier auf der Kamera, ist das Rode Stereo-Video-Mic. Habe ich jetzt auch neu, kostet glaube ich um die 170 Euro oder sowas. Ich werde auch immer jetzt im Nachhinein die Preise und sowas einblenden. Ja, das ist die Kamera, mit der ich filme. Ich filme jetzt gerade mit meiner alten Sony Cam, mit der Sony Alpha 55, ohne Mikrofon. Deswegen hört sich das jetzt auch ein bisschen doof an, aber gleich werdet ihr den Unterschied hören. Da habt ihr auch mal einen guten Vergleich. Die Kamera taugt auf jeden Fall zum Filmen. Die kann ich nur empfehlen. Die kostet so um die 440 Euro. Ich habe sie gebraucht geholt, 440 Euro gebraucht, ohne Objektiv und ist einfach super. Aber das tut jetzt nicht zur Sache, wir wollen ja Let's Plays aufnehmen und keine YouTube-Videos. Wenn ihr trotzdem Fragen zu der Kamera habt, dann schreibt es in die Comments. Vielleicht mache ich im nächsten Video dann nochmal was drüber. So, jetzt fangen wir erstmal an mit meinem Schreibtisch. So, das ist das gute Stück. Mein 27 Zoll iMac. Ich mache hier mal so ein paar Nahaufnahmen, den könnt ihr euch mal angucken. So, und zwar... am PC ist generell wichtig, wenn ihr den in der Nähe eures Mikrofons stehen habt, ist es wichtig, dass er leise ist. Denn was wollt ihr mit so einem lautenden, brummenden PC? Lautenden? Also ein lauter, brummender PC ist immer nicht von Vorteil. Das habt ihr nämlich ganz schnell auf eurer Mikrofonaufnahme drauf. Und das ist vielleicht nicht so toll. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, okay, dann ist das halt so. Aber wie gesagt, ich würde lieber auf etwas Leises zurückgreifen. Da könnt ihr dann vielleicht auch einfach was benutzen, was einen sehr leisen Kühler hat. Da gibt es ja tolle leise Kühler mittlerweile oder eine Wasserkühlung oder sonst irgendwas. Ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn ihr hier so einen iMac habt, der spart sehr viel Platz. Ich kann mal hier ein bisschen, seht ihr so hier, wie schön der ist und wie schön flach der ist. Da könnt ihr das erkennen. So, wird auch nur mit einem Kabel angeschlossen. Das seht ihr hier unten, da habe ich das liegen. Das ist das einzige Kabel, was der Kleine benötigt. Kommen wir auf jeden Fall mal zu der Hardware, die da drin steckt.
Also mein iMac hat letztes Jahr im Sommer, glaube ich, 2800 Euro gekostet. Dabei sind drin ein 3,4 GB i7 Prozessor, eine GeForce, lass mich lügen, GT, nee, wie heißt sie? 680 MX, glaube ich, mit 2 GB Grafikspeicher. Das war damals die beste, die es gab. Mittlerweile gibt es auch 4 GB Grafikspeicher, was natürlich noch um einiges cooler wäre. 16 GB DDR3 RAM und ja. Das war es eigentlich so an Nennenswert. Da habe ich noch so eine SSD-Festplatte drin. Die ist bei Apple ja mit der normalen HDD verbunden. Das nennt sich dann irgendwie, wie heißt es? Fusion Drive. Und mit diesem Fusion Drive, das ist ganz cool, der schiebt immer die Daten, die Dateien oder die Anwendungen, die man sehr oft benutzt, schiebt er auf die SSD und den Rest lässt er auf der HDD. Also der schiebt das, je öfter ihr Sachen benutzt, dann, die macht er dann auf die schnelle Festplatte. Und die Sachen, die ihr nicht so oft benutzt, macht ihr auf die langsame. Ja, zum PC gibt es auf jeden Fall zu sagen, wenn ihr euch einen normalen Windows-Rechner holt oder einen habt, dann solltet ihr auf jeden Fall viel RAM haben und einen schnellen Prozessor, wenn ihr nicht darauf zockt, also wenn ihr Konsolenspiele aufnehmt. Wenn ihr dazu noch zockt, dann braucht ihr natürlich auch noch eine Mörder-Grafikkarte. Da kann man eigentlich jetzt nicht so eine grobe Richtung sagen, je mehr, also je besser, desto besser. Das ist wirklich so. Allein wenn ihr was in euren Videos schneiden wollt und das rendert, dann ist es immer besser, wenn der PC gut RAM hat und guten Prozessor und auch gute Grafikkarte, oder eigentlich muss alles gut sein, damit ihr alles gleichzeitig machen könnt. Und ja, wie gesagt, guter Prozessor und guten RAM braucht ihr auf jeden Fall zum Rendern und das spart euch dann auf jeden Fall Zeit. Ich mache das dann halt immer so, dass ich das über Nacht rendern lasse. Mein PC geht zwar auch schon gut ab, also der iMac, aber wenn man in voller Qualität mal so ein 40 Minuten Video rendert, das dauert schon mal seine 1 bis 2 Stunden, ja so 1,5 Stunden ungefähr bei mir immer. Auf der besten YouTube-Qualität oder so. Es würde noch besser gehen, aber so meine Standardeinstellung, die ich immer habe. Ja, so viel zum PC. Da zeige ich euch jetzt auch nicht, was ihr so kaufen könnt. Ich sage einfach, je mehr, desto besser. Nehmt das alles Geld in die Hand, was ihr zur Verfügung habt. Und kauft euch ein krasses Teil und ihr werdet damit Spaß haben. Ich sag mal, wenigstens braucht ihr 4 GB RAM und ein i5. Ich weiß nicht, ob es mit dem i3 schon geht oder so. Also, wenn ihr zocken und gleichzeitig dabei aufnehmen wollt, ist es auf jeden Fall ein Vorteil, ihr habt eine Höllenmaschine. Wenn ihr nur von der PlayStation aufnehmen möchtet, dann braucht ihr auf jeden Fall USB 2.0 und ja, wie gesagt, so 4 GB RAM würde ich sagen und ein i5. Oder ein i3 müsst ihr eigentlich auch tun, müsst aber eigentlich auch mit dem Laptop gehen, wenn die Festplatte nicht zu langsam ist. Ja, schauen wir mal weiter. Hier seht ihr meine Maus, das ist die Razer Anansi, ne, die Death Adder sogar. Oh, stimmt, das war was anderes. Das ist die Razer Death Adder, hier seht ihr mal so ein paar Daten von der Maus. Ist eine Lasermaus, die halt auch für Apple funktioniert, für Mac und volle Softwareunterstützung hat. Finde ich persönlich sehr gut, aber Mäuse ist ja immer so ein Ding, jeder wie er möchte. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für eine Maus benutzt, vielleicht gibt es auch noch eine andere coole, aber ich habe mir halt die geholt, weil ich erstens immer Razer-Mäuse benutzt habe und zweitens, weil sie halt für den iMac funktioniert. Schauen wir weiter. So, das ist aber die Razer Anansi diesmal. Ja, auch eine Tastatur, die für Mac funktioniert. Die Tasten sind normalerweise beleuchtet, die hat aber 2 USB-Stecker. Ich kann euch das mal hier hinten kurz zeigen. Da habt ihr einmal das Kabel, geht hier rein. Na, wird doch scharf. Und dann habt ihr noch ein Kabel, was quasi nur für die Beleuchtung zuständig ist. Und wenn man die Beleuchtung anhaben möchte, muss man 2 USB-Ports benutzen, was ich ein bisschen doof finde. Da ich am iMac auch nur 4 USB-Ports habe und ansonsten noch so ein USB-Hub benutze. Ja, das ist meine Tastatur. Wie gesagt, ist auch wieder Geschmackssache, da brauche ich jetzt auch nicht so viel groß erzählen. Die hat hier so ein paar, hier diese G-Tasten, nee, M-Tasten heißen sie hier, bei der Logitech war es G-Tasten, wo ihr was programmieren könnt, oder hier habt ihr noch so zufällige Tasten, sage ich, zusätzliche. Damit könnt ihr dann halt auch irgendwas drauflegen, was ihr möchtet. Ja, wie gesagt, Preise blende ich jetzt gleich ein und schauen wir mal weiter.
So, unser iMac steht. Wir haben jetzt einen ganz normalen PC angeschlossen. Natürlich brauchen wir jetzt als erstes Ton, denn wir möchten ja beim Let's Play unsere Stimme aufnehmen. Und Boxen haben wir auch noch keine, wie wir sehen. Also, was machen wir da? Erstmal was ranbauen, womit wir alles anschließen können. Wenn ihr sowas benutzt, dann empfehle ich euch hier dieses M-Audio Fast Track Ultra. Also das ist das Gerät, was ich mir vor Jahren mal gekauft habe. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr auf dem Markt mittlerweile. Ich werde euch aber gleich noch eine Alternative einblenden und euch mal was Schmuckes raussuchen, was für euch reichen würde. Auch in Verbindung mit dem Mikrofon, das ich euch nachher nennen werde. Also das ist eigentlich das, wo unser Mikrofon angeschlossen wird. Das Mikrofon kommt dann per XLR einfach in diesen Stecker hier rein. Dann könnt ihr das anschalten und dann läuft das Ding. Ach nee, ist ja gar nicht an, das ist hinten oder vorne. Da könnt ihr hinten oder vorne wechseln, das zeige ich euch gleich. Hier könnt ihr quasi einstellen, wie laut oder wie euer Mikrofon dann reagieren soll. Nimmt es ganz viel auf oder wenn ihr nach links treten, müsst ihr reinbrüllen, damit es was aufnimmt. Und je lauter, also je weiter nach rechts, desto lauter nimmt es dann auf. Das könnt ihr hier für alle vier einstellen. Könnt ihr quasi vier Sachen gleichzeitig anschließen. Das hier ist dann euer Output. Damit mache ich meine Boxen quasi lauter und leiser. Einfach quasi mein Lautstärkeregler. Hier unten haben wir noch zwei für die Kopfhörer. Die kommen hier rein. Da kann ich mich dann selbst am PC hören. Die Lautstärke kann man dann hier einstellen. Schauen wir uns noch die Rückseite an. Dort haben wir erstmal den An-Knopf. Der ist hier. Und dann die Phantomspeisung, die kann man dort, warte, ich drehe es mal ins Licht, die kann man dort einstellen. Und ja, dann hier USB, wird ganz normal über USB angeschlossen, das seht ihr hier. Weiter geht's, zwei MIDI-Anschlüsse hat das Ding noch. Und hier rechts in diesen ganzen Teilen, da schließe ich immer, oh, da ist sogar ein Fleck drauf. Da schließe ich dann meine Boxen an. Ne, gar nicht. Hier schließe ich die an bei Output. Aber hier kann man dann noch auch andere Sachen per Klinke anschließen. Gitarren oder sonst irgendwas, was ihr auch immer aufnehmen möchtet. Ja, das ist also ein Interface im Großen und Groben und Ganzen. Dazu gibt es noch eine Software, eine Treiber-Software dabei. Und das braucht auch noch ein extra Netzteil. Das seht ihr hier. Da kommt noch ein Netzteil dran. Kommt dann in die Steckdose, einmal in den iMac. Und so ist das ganze Teil dann. Da gibt es sehr verschiedene Versionen von, was ihr alles mit einstellen könnt. Der Grund, warum ich euch sowas empfehle, liegt einfach am Mikrofon, weil wir ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon verwenden möchten. Und die sind normalerweise mit XLR anzuschließen. Es gibt auch USB-Mikrofone, die aber von der Qualität her scheiße sind. Sage ich ganz ehrlich, da sage ich nachher beim Mikrofon noch ein bisschen was zu. Und deswegen empfehle ich euch, holt euch lieber so ein Interface oder halt ein Mischpult, ein besseres. Und da sind auch dem Geld wieder keine Grenzen gesetzt. Also wie gesagt, das hier kostet 350 Euro. Und ich gucke mal, ob ich gleich jetzt noch ein anderes gutes für euch finde, was ich euch empfehlen würde zu kaufen. Und damit ihr auf jeden Fall für Low Budget schon mal was ausgeben könnt. Also wie gesagt, die Sachen, die ich euch empfehle, sind wirklich immer nur für Low Budget. Also nicht, dass ich euch jetzt irgendwelche Sachen für 1000 Euro oder sowas empfehle, wäre blöd. Da könnt ihr dann immer nach Belieben aufstocken und da sind euch ja keine Grenzen gesetzt, wie viel Geld ihr ausgeben möchtet. So, das Ding schließe ich jetzt erstmal da an und dann geht's weiter mit den Boxen erstmal. So, da haben wir sie stehen, die Boxen. Die habe ich auf so einen Ständer gestellt. Den habe ich mir mal aus einem alten IKEA-Tisch gebaut. Da habe ich einfach in kleine Teile zersägt und dann so einen Tisch draus gebaut. So einen Ständer. Hier für 11 Euro, glaube ich, hier so ein paar Matten, damit die ein bisschen abgekoppelt sind und nicht so ein Brummen erzeugen auf den Ständern, beziehungsweise wenn die direkt auf dem Tisch stehen. Und das lässt sie ein bisschen freier schweben, sage ich mal, auf dem Schaumstoff. Das sind die Boxen, zwei Stück an der Zahl. Die schließe ich an. Ich fasse es ein bisschen kurz, weil das ist ja nicht so interessant für euch jetzt. Die schließe ich einmal an mit diesem XLR-Kabel, das seht ihr hier. Das kommt hier rein, da steht es auch, XLR. Oh, mit einer Hand ein bisschen doof. So, angeschlossen. Das andere Ende ist eine große Klinke. Diese hier. Und die kommt dann einfach da hinten in den Output.
Und dann kommt dann noch ein Netzteil, beziehungsweise ein Netzkabel dran. Netzteil ist in der Box drin. Ein ganz normales Kaltgerätekabel. Und dann laufen die Boxen auf. So, jetzt legen wir erstmal mit dem Mikrofon los. So, bevor wir das Mikrofon anschließen, zeige ich euch erstmal diesen Ständer hier, den ich mir gekauft habe. Der ist wirklich sehr praktisch, ich weiß nicht, ob der einen Namen hat. Den habe ich aber auf jeden Fall, glaube ich, auch bei Amazon bestellt. Oder bei Thomann, ich weiß es gerade nicht. Da ist dieses Kabel sogar hier schon dabei, das XLR-Kabel. Und hier wird das Mikrofon mit der Spinne angeschlossen, das zeige ich euch auch gleich, wie das geht. Und ich blende wieder gleich ein, wie der funktioniert, also wie der heißt, was er kostet. Mache ich euch einen Link gleich rein, wie immer. Und hier quasi schraubt man den so an die Tischplatte. Werde ich euch aber gleich demonstrieren, wenn ich einen Aufgang habe. Und der ist sehr, sehr praktisch. Also den kann ich wirklich dann jedem empfehlen, der mit einem Mikrofon vom PC aufnimmt. Und dann stelle ich ihn mal ein und dann zeige ich euch, wie man das Mikrofon anschließt. So, den Arm habe ich jetzt da unten festgeschraubt, einfach mit so einer Klemme. Die schraubt man dann einfach zu und dann läuft das Ding. Da muss man am Anfang, wenn man den kauft, noch diese Federn hier einhängen. Aber das ist ja kein Problem. Ja, so haben wir gemacht. Den kann man jetzt hier so runter bewegen. Seht ihr? Hier. Jo. Ja, wie im vorherigen Video habe ich euch ja schon gezeigt, wie das dann am Ende ausgesehen hat. Und ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt mal kurz. Das ist meine Mikrofonspinne, die bei dem Mikrofon dabei war. Das habe ich mir auch gebraucht gekauft. Auch gebraucht gekauft, geil. Und das steckt man quasi hier auf diesen Adapter dran. Ich hatte auch verschiedene Größen, da kann man quasi noch so ein Zwischengewinde einschrauben bei mir in diese Spinne, aber die brauche ich ja hierfür nicht. Na, mit einer Hand ist das echt... Oh, jetzt ist es echt runtergefallen. Ah, Leute, was macht ihr mit mir? Wenn es jetzt nicht geht, dann... Ja, ich schraube das mal gerade fest, Moment. So, ich habe fertig, das Ding ist jetzt hier festgeschraubt. Und dann nehmen wir unser Mikrofon, beziehungsweise mein Mikrofon. Das ist dieses schöne Schmuckstück hier. Wird auch über XLR angeschlossen. Aber die Kamera, die rattert immer. So, das ist das AT4040 von Audio-Technica. Habe ich 300 Euro für bezahlt, habe es aber auch Gebrauch gekauft vom Kumpel. Auch Gebrauch gekauft, jawohl, da war er wieder. Ja, 0 Dezibel mit einem Low-Cut, da werden quasi so Störgeräusche vom Tritt oder sowas, die werden dann da ein bisschen mit rausgefiltert, kann man aber eigentlich auch alles am PC machen. Ist ein sehr gutes Mikrofon, gefällt mir wirklich gut, also auch Freunde von mir empfehlen das, auch Akku zum Beispiel hat sich das jetzt auch gekauft. Aber ich kann euch empfehlen, für den Anfang tut es auch ein Rode NT1A, blende ich euch gleich wieder ein und da gibt es zum Beispiel auch immer so Packs bei Thomann, wo man das Mikrofon plus ein Mischpult bekommt. Und das ist halt ganz praktisch, da es nicht so teuer ist und halt auch für den Anfang eine gute Audioqualität liefert. Wie gesagt, ich mache ja auch Musik, deswegen habe ich ein bisschen teureres Mikrofon, das gefällt mir super gut, bin ich vollstens zufrieden. Angeschlossen wird das jetzt Ganze mit diesem Kabel, was in dem Ständer drin steckt, das habe ich euch ja schon erzählt. Das steckt man einfach hier unten rein. Ich weiß gerade nicht wie hier rum. Muss gerade schauen. So, Moment. Das möchte nicht. Doch jetzt. So, klick. Das Mikrofon ist angeschlossen. Und die andere Seite geht dann hier da durch. Und kommt hier raus. Das habe ich hier sogar liegen. Upsa. So, ein ziemlich langes Kabel. Hier ist das andere Ende des Mikrofons. Und das stecke ich dann einfach hier rein. So, da seht ihr schon Ton. Wenn ich jetzt hier reinschnipse, seht ihr, wenn es grün blinkt, dann ist es gut. Und wenn es rot wird, dann übersteuert es. Aber ich bin jetzt auch hier direkt davor. Seht ihr? Ich kann mal ein bisschen reinlabern. Hallo.
Siehst du, wenn ich ganz nah davor gehe, dann fängt es an zu übersteuern. Das Kabel schmeißen wir hier nach hinten. Lassen wir schön nach unten hängen. Das möchte aber nicht. Stirb, Kabel, stirb. So, das Mikrofon hängt jetzt hier. Das machen wir mal nach unten, damit wir es quasi auch gut benutzen können dafür. Was noch fehlt, ist der Popschutz. Da habe ich diesen hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier lesen kann, durch dieses, genau, König und Meier. Das ist ein ganz normaler Popschutz, der hat auch so eine Klemme, den klemme ich jetzt gleich hier so fest irgendwie, so, und dann kann ich das einfach mit diesem beweglichen Arm hier hin und her machen. Och, du blöde Kamera, du. Ja, ich zeige euch jetzt mal eine kurze Übersicht, wie es bis jetzt aussieht, und dann gehen wir zu Schritt 2 über. So, hier sind wir stehen geblieben, das haben wir bis jetzt gemacht. Wir haben jetzt Ton und wir können Ton aufnehmen. In der Software zum Mikrofon komme ich dann später, also im nächsten Teil, wie das dann alles funktioniert, wie ich das einstelle. Aber jetzt können wir quasi schon loslegen und Let's Plays auf dem PC aufnehmen. Ich könnte jetzt mit den Armen so hier so rüber machen. Dann mache ich mir den so runter, drehe das Mikrofon um, müsste dann einen Popschutz halt noch so machen und dann könnte ich ganz normal damit aufnehmen. Ich kann ja so, das ist vielleicht ein bisschen besser, richtig rum, so. Wenn das jetzt noch gerade hängen würde, ja, mit einer Hand ist doof. Also wie gesagt, so würden wir jetzt aufnehmen, wenn wir ein PC-Let's Play machen würden. Und wenn ich das schon gereicht hat von Aufbau her, dann bedanke ich mich. Und für alle anderen, die Konsolen aufnehmen möchten, geht es jetzt weiter. So, das ist quasi jetzt unser Fernseher bzw. mein Bildschirm, über den ich die Konsole anschließen möchte. Um was es für eine Konsole sich dabei handelt, ist eigentlich egal. Ihr könnt ja alles daran anschließen, per HDMI oder auch VGA hat dieser Bildschirm. Der ist von BenQ. Und da steht ein bisschen, was er so alles kann. HDMI, Sensei, LED-Monitor ist das, 24 Zoll. Hier seht ihr, glaube ich, noch die genaue Bezeichnung. GL2450, das ist das Teil. Ist bei Amazon bei Preis-Leistung, glaube ich, oder beziehungsweise bei den Bestsellern auf Platz 1 bei den Bildschirmen, oder war es zumindest, als ich mir den gekauft habe. Und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und eine Sache haben wir noch vergessen. Und zwar ist es die Webcam, die möchten wir auch noch installieren, die mache ich aber jetzt erst dran, denn ich mache sie auf meinen Bildschirm. Jetzt wird es hier andauernd unscharf, blöde Kamera. Und ja, das machen wir jetzt mal. So, das hier ist meine Webcam, die ich benutze. Das ist die Logitech C615. Die habe ich mir geholt, weil sie angeblich für Mac funktionieren soll, liefert HD-Bilder ab. Aber auch bei der Webcam sind dem Preis meistens keine Grenzen gesetzt. Die hat aber eigentlich relativ gute Bewertungen immer gehabt. Hier seht ihr HD 1080p. Das benötigt ihr aber eigentlich nicht, wenn ihr eine Facecam aufnehmt. Dann habt ihr sowieso immer nur so ein kleines Fensterchen. Das bringt euch also nichts, wenn ihr das in HD aufnehmt und dann runterskaliert auf, weiß ich nicht, ein Zehntel von der Größe oder sowas. Und ihr habt es dann nur noch in der Ecke. Dann hätte auch 86p oder sowas gereicht, oder 480p. Deswegen nehme ich auch nie in HD auf, weil das frisst einfach nur Speicher. Oder schon ein bisschen Fingerabdrücke drauf. Das frisst einfach nur Speicher und das ist unnötig. Deswegen holt euch eine lichtintensive Webcam, damit ihr auch im dunkleren Zimmer ein bisschen spielen könnt. Und wie der Ton aufgenommen wird, das ist eigentlich egal. Denn ihr nehmt ja sowieso mit einem Mikrofon auf und nicht über die Webcam. Und auch bitte nicht mit einem Headset den Ton aufnehmen, kauft euch bitte ein Mikrofon. Ja, dazu aber in mehreren Teilen. Also die kann man hier auch so schwenken. Und dann hat sie hier diesen Clip. Ich öffne den mal so. Seht ihr diesen Clip? Und dann kann ich die einfach so nehmen und setze sie mit diesem Clip hier drauf und klemme die quasi so fest. Also so. Jo. So. So, dann kann ich mir die ausrichten. Das mache ich dann am besten, wenn es am PC läuft. Ich zeige es aber von hinten. So klemmt die da drauf. Das ist so ein bisschen gummimäßig dahinter. Und
und so sitzt das schöne Stück dann auf meinem Bildschirm drauf. Ja, so sieht es dann aus. So sieht es dann aus. Und jo. Ach du Kamera, du gehst mir auf den Sack. Ich mach gleich manuellen Fokus am besten. So, mit manuellen Fokus, besser ist es. Ja, das ist wie gesagt, so sieht das dann ganz aus. Jetzt kann ich das mal von Hand scharf stellen. Ja, wunderbar. Hätte ich vielleicht von Anfang an so machen sollen. Naja, gut. Die Webcam wird ganz normal über USB angeschlossen. Dann hier das USB-Kabel. Ich habe es sogar mit Verlängerung. Das ist dieses hier. Und da habe ich so eine USB-Verlängerung angeschlossen. Sonst hätte nämlich das Kabel nicht von hier bis zu meinem iMac gereicht. Und ja. Egal, da übrigens hier ist mein USB-Hub von Anker. Den habe ich mir auch bei Amazon bestellt. Blende ich gleich mal ein. Ist eigentlich wunderbar. Hat kein externes Netzteil, aber für meine Zwecke reicht es auf jeden Fall. So, also wir haben jetzt die Facecam. Wir haben den iMac angeschlossen, also unseren PC. Wir haben einen Fernseher bzw. Bildschirm, worüber wir spielen können. Wir haben ein Mikrofon und Boxen. Was jetzt noch fehlt, ist die Konsole bzw. die Capture-Karte. Und das demonstriere ich euch jetzt mal einfach an der Wii oder an der PlayStation. Oder ich mache es an beiden, weil bei der PlayStation 3 ist es ein anderes Kabel. Und ich zeige es euch auf jeden Fall jetzt mal. Jetzt geht's ans Eingemachte. Das ist meine Capture-Karte, die ich benutze. Die auch PeteSmiet oder Gronkh benutzen, soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht, spielt Gronkh PlayStation? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall auch die großen YouTuber-Let's Player, die benutzen diese Karte. Das ist die Game Capture HD von Elgato. Und die kostet, glaube ich, um die 150 bis 170 Euro. Blende ich aber, wie gesagt, wieder ein. Und das Gerät ist spitzenmäßig. Es ist erstens klein. Seht ihr im Vergleich zu meiner Hand? Kann ich komplett verdecken. Es ist sehr klein. Es hat hier vier Anschlüsse. Einmal USB. Ja, so rum ist besser. Einmal HDMI Out und einmal USB. Und dann haben wir noch AV In und HDMI In. Also zweimal Ausgang, zweimal Eingang. Mehr braucht das Teil nicht. Es braucht auch keine externe Spannungsversorgung, sondern kommt mit der USB-Spannung aus. Und also kein externer Stromzeug. Was steht hier noch so ein bisschen Zeug drauf? Jo. Das Teil ist easy anzuschließen. Ich erkläre euch das mal kurz. Ich habe jetzt hier wieder meine Apple PlayStation 3 und meine Wii U stehen. Und wie das Ganze angeschlossen wird, zeige ich euch jetzt mal anhand der Anschlüsse hier. So. Da haben wir hier einmal, seht ihr recht auf der rechten Seite, USB und HDMI Out. Moment, ich halte das mal so. Also rechts oben haben wir USB und HDMI. Oh, ich sehe aus wie ein P. HDMI Out. So. Auf der linken Seite oben haben wir AV In und HDMI In. AV HDMI. So, das sind die vier Anschlüsse, die es hat. Ganz easy. USB geht in den PC. HDMI Out geht in. Ach, hör doch mal auf, du scheiß Kamera. TV. So, und jetzt kommt es einfach nur darauf an, was ihr hier anschließen möchtet. Der AV wird benutzt für die PlayStation. Das ist dann dieser Stecker hier. Den seht ihr hier, wenn die Kamera scharf wird. Ich wollte eigentlich manuell machen, aber dann habe ich keine Hand mehr frei. Das ist der. Der AV-Anschluss, seht ihr hier, da kommt quasi diese Seite hier, kommt dann
in die Elgato Game Capture Karte und diese Seite hier kommt dann in die PlayStation. Das muss man bei der PlayStation benutzen, da sie einen Kopierschutz drin hat, der über HDMI nichts überträgt. Also es kann sein, dass die PlayStation über HDMI dann das Verbindungssignal stoppt, denn da ist ja auch ein Blu-ray-Player drin, wie ihr wisst, und damit ihr keine Blu-rays einfach aufnehmen könnt und kopieren könnt, ist dieser Schutzmechanismus eingebaut. Der wird aber mit diesem Kabel übergangen. Keine Sorge, das Kabel ist auch dabei. Das braucht ihr nicht nachkaufen, das ist dabei, dieses Kabel. Und sogar noch ein drittes, also hier sind das Farben Rot, Weiß und Gelb. Kennt ihr diese Kabel da, diese Dreierstecker? Den benötigen wir aber nicht. So, das braucht ihr auf jeden Fall für die PlayStation 3. Für die Wii benutzt ihr einfach ganz normal HDMI und bei der Xbox geht das natürlich auch. Ganz normal das HDMI-Kabel. Und ja, also wie gesagt, AV benutzt ihr für die PS3 und Wii Xbox. So sieht das Ganze dann aus. Wird scharf. Könnt ihr euch hier mal angucken. Mehr braucht es nicht, also ein Kabel in den PC, ein Kabel in den TV, eins kommt von der PS3 oder von der Wii U oder Xbox. So, ganz normal ist das. Was dieser Kasten macht, habe ich im vorherigen Teil mal kurz erklärt. Er splittet quasi das Signal. Also das Signal kommt von eurer PS3 oder von eurer Wii, geht hier rein, der verdoppelt das Ganze, schickt ein Signal an den PC und schickt ein Signal an den TV. Hier seht ihr das auf eurem Fernsehen, da könnt ihr das zocken und euer PC nimmt es dann gleichzeitig auf. Also wie gesagt, ein Signal kommt rein, zwei Signale gehen raus. Quasi dann so. Hier ist unser Kasten. Ja, in TV PC. So, mehr macht das Ding nicht. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ich hatte, bevor ich mir die Elgato gekauft habe, die HG, wie heißt sie, von Haupauge oder wie auch immer man das ausspricht, die hatte ich mir gekauft, blende ich auch gleich ein, finde ich aber nicht gut. Also die war erstens viel größer, viel unpraktischer auch, allein von der Software her. Und auch irgendwas hat bei mir nicht funktioniert, deswegen habe ich sie wieder zurückgeschickt. Und das Bild generell war auch schlechter. Ich habe die PlayStation dran angeschlossen gehabt und das Bild war wirklich schlechter. Ja, noch eine Sache. Moment, ich gehe mal kurz rüber. Denn mir fehlt ein Kabel. Wo liegt es denn? Hier liegt es. Das Kabel hier brauche ich. Dieses Kabel ist von Apple. Das ist ein original Apple-Kabel. Den Preis blende ich gleich auch wieder ein. Das ist so ein HDMI auf Thunderbolt-Stecker, nee, Lightning-Stecker heißt es ja. Und damit kann ich ganz normal mein iPad oder iPhone anschließen. Das schließe ich einfach hier an. Seht ihr, das ist ja hier der iPhone-Stecker, schließe ich hier an. Und auf dieser Seite schließe ich dann ganz normal HDMI an. Oh, jetzt habe ich es schon wieder runtergeschmissen. Sorry Leute, ja, hier. Seht ihr es, links kommt HDMI und rechts könnt ihr sogar noch ein anderes Kabel reinstecken. Dann könnt ihr es sogar währenddessen noch aufladen, während der Benutzung. Aber eigentlich braucht ihr nur hier diesen HDMI-Dings, sofern euer iPhone voll ist. Und da steckt ihr dann einfach ganz normal das HDMI-Kabel rein. Und ja, dann könnt ihr das quasi anstatt einer Konsole, könnt ihr dann halt euer iPhone oder iPad aufnehmen. Ich glaube 26 Euro hat das Ding gekostet. Ich blende es auf jeden Fall gleich ein, falls ihr Apple-Geräte mit aufnehmen möchtet. So wie ich das tue. Ja, ich würde sagen, den Großteil haben wir besprochen. Eine Sache fehlt noch, dazu kommen wir jetzt. So, das hier hat noch gefehlt, und zwar Kopfhörer. Das hier sind jetzt im Moment Studio-Kopfhörer. Ihr könnt euch dann auch schöne, richtige Gaming-Kopfhörer holen. Das sind die K171 MK2 von AKG. Die benutze ich halt hauptsächlich zum Musikaufnehmen. Aber die hat halt für mich gerade den Vorteil, dass sie einfach so ein Klinkending haben. Und das kann ich dann in den Bildschirm reinstecken. Beziehungsweise könnt ihr dann euren Fernseher einstecken und dann habt ihr auch guten Ton. Ja,
Ihr könnt natürlich auch Kopfhörer direkt an eure Konsole anschließen, das dürfte ja auch funktionieren und ist dann also kein Problem auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch nochmal die Übersicht, sag noch ein paar kleine Sachen dazu und dann sind wir auch schon durch mit der zweiten Folge. So, alles Wichtige ist jetzt angeschlossen. Hier seht ihr nochmal den kleinen Überblick. Ein bisschen aufgeräumter als im ersten Video, außer da drüben. Da stehen noch ein paar Sachen von mir rum. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich bitte. Das war's also wirklich. Mehr braucht man nicht. Ihr habt ein Mikrofon, um eure Stimme aufzunehmen. Ihr könnt euer Gesicht aufnehmen mit einer Webcam. Ihr könnt zocken mit einem Bildschirm. Ihr habt Konsolen da. Ihr habt die Elgato Capture Card. Also nochmal zu Elgato. Kauft euch bitte die. Guckt nicht nach Angeboten, vielleicht ist die 21 Euro billiger oder 50 Euro billiger. Kauft einfach die Elgato, ihr habt nie wieder Probleme. Und wirklich alle, die ich so kenne, die halt Let's Plays mit Konsolen aufnehmen, die benutzen die. Weil das eigentlich wirklich die beste ist, am einfachsten. Die kostet auch nicht mehr als viele andere und die bringt es einfach. Wie gesagt, kauft euch bitte die. Ansonsten war's das. Ich mache noch eine kleine Endcard jetzt, würde ich sagen, und dann war's das für heute. So, da bin ich wieder. Wenn das euch gefallen hat, das ganze Video, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da für die nächsten Teile und wie gesagt, bei Fragen, habe ich ja schon am Anfang gesagt, schreibt es in die Comments, ich mache ein Frage-Antwort-Video. Und wenn ihr auch noch andere Sachen wissen möchtet, rund ums Gaming oder vielleicht auch, wenn ein bisschen was mit Rap zu tun hat, könnt ihr auch gerne fragen, da schaue ich mal, ob ich die passende Antwort dafür finde. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich weiter unterstützt und weiterempfehlt und auch meine anderen Videos anguckt, denn ich bin ja auch kein Tutorial-Mensch, denn ich mache ja Let's Plays. Also schaut mal in meine Let's Plays rein, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Da könnt ihr auch so die Qualität, die ich so abliefer, auch mal hautnah erleben. Was ich aber dabei noch sagen möchte, ich bin erst ungefähr einen Monat im Let's Play bis dabei und ihr könnt aber trotzdem mal beurteilen, wie es euch so gefällt, wie meine, ob, vielleicht sagt ihr ja, oh, der Sonic, der sitzt dann da vor der Kamera, will mir erklären, wie man Let's Plays macht und hat selber nur 85 Abonnenten, der hat doch selber keine Ahnung, wie das geht, aber wie gesagt, schaut mal meine Sachen an, vielleicht habe ich auch wirklich keine Ahnung und ich erzähle nur Quatsch, wäre natürlich auch möglich, aber scheißegal. Bis hierhin hast du ja schon geguckt, also ist es ja wohl nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte dir helfen oder euch helfen oder euch allen auf der ganzen Welt helfen, die Let's Plays machen möchten. Und ich habe auch probiert, das alles ein bisschen praktisch zu machen und nicht so theoretisch. Es gibt natürlich auch andere sehr gute Tutorials auf YouTube, könnt ihr auch mal rumgucken. Ich weiß jetzt nicht mehr von wem, aber viele sind sehr theoretisch ohne praktische Beispiele. Und das probiere ich ein bisschen nicht zu machen. Ja, ihr wisst Bescheid, ich rede wieder Kacke. Schaut in, auch mal ins Death Battle gegen Akku rein, macht auf jeden Fall Bock. Ich blende das einfach mal so. Hier blende ich das ein. Da könnt ihr mal geil draufklicken. Klickt mal drauf. Ja. Ja. Oh, ich glaube, da gibt es eine Bildstörung. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und das spart Leben, viel mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.